Wir sind im Prinzip auf jedes Spiel heiß. Nicht nur auf den FC Affing. Und nicht nur, weil es ein Derby ist. Doch, die Worte von mir im Vorfeld in der Presse, das war weder Tiefstapelei noch sonst irgendwas. Sondern das war die Realität. Und ich habe mir heute auf dem Platz, denke ich, eindeutig gesehen, wer die bessere Mannschaft war und welche Mannschaft auf dem ersten Tabellenplatz steht und welche Mannschaft auf dem achten Platz steht. Das Spiel war für uns nach 20 Sekunden eigentlich schon gelaufen. Mit diesem schnellen Tor, mit diesem überraschenden Angriff, wo wir überhaupt nicht im Bilde waren, überhaupt nicht auf dem Platz waren. Und nach dem 3-0 sind wir, glaube ich, einigermaßen ins Spiel gekommen. Lag es an uns oder lag es daran, dass der FC Affing vielleicht nach dem 3-0 mal durchgeschnauft hat? Das kann sein. In dieser Phase hat man dann auch die Chance, um vielleicht ein Tor zu schießen, vielleicht auch ein zweites. Aber unterm Strich, glaube ich, gab es in den 1,5 Stunden für uns keine Chance, einen Punkt oder gar einen Sieg zu denken. Man muss dem FC Affing gratulieren, ich muss dem Tutti gratulieren zu diesem Erfolg und ich wünsche dem FC Affing einen Aufstieg in die Bayernliga. Ich möchte dem Markus, heißt er glaube ich, Marius, gratulieren zu diesen 3 Toren. Ist ja schön, wenn so ein junger Bursche, so ein junger Spieler hier 3 Tore im Derby schießt. Auch von meiner Seite auf Gratulation. Die allgemeine Zielsetzung, dieser 6. Platz, ist ja, glaube ich, für alle Mannschaften in dieser Oberliga das große Ziel. Jeder will mit aller Gewalt dahin. Deswegen mussten auch schon einige Trainer gehen. Und mit den neuen Trainern geht es auch nicht besser. Also ich denke mal, dieses Ziel sollte man sich auch setzen. Man muss sich ja positive Ziele setzen, sonst hat man ja keinen Grund überhaupt zu spielen. Wir sind Aufsteiger, das darf man nicht vergessen. Wir sind neu in dieser Liga. Der FC Affing kommt von oben runter. Auch da sind, denke ich mal, schon Unterschiede erkennbar. Unser Ziel ist es nach wie vor, dieser 6. Platz. Sollte es nicht klappen, dann wollen wir natürlich versuchen, wenigstens unter die ersten 10 zu kommen, um in die Qualifikation zu gehen. Das ist unser Ziel. Ich hoffe, dass wir es erreichen können. Ich denke, jeder Insider oder der ein bisschen Ahnung hat von Fußball und der die Mannschaft von SV Mering kennt, der hat gesehen, dass heute 5 bis 6 Stammspieler gefehlt haben. Und das kann auch der SV Mering nicht ersetzen. Ja, und das muss man einfach so mal stehen und das muss man auch mal so mal stehen lassen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass dieser Erfolg absolut verdient war. Danke. Ja, Herr Günther, hast du gesagt, Mering ist heiß auf jedes Spiel, weil du sagst, gegen Günther gewinnen. Ich möchte jedes Spiel gewinnen. Das haben wir heute natürlich auch in der klasse Manier geschafft. Ich denke, die ersten 30 Minuten haben wir richtig klasse Spiel abgeliefert. Vor allem das Umschalten, egal ob von offensiv auf defensiv, aber vor allem von defensiv auf offensiv, das hat überragend geklappt. Nach 30 Minuten haben wir ein bisschen nachgelassen. Da war es 3-0 gestanden. Ob wir jetzt die Handbremse gezogen haben oder nicht, weiß ich nicht. Aber trotzdem war es so, dass der Zehner, der Lammer von Mering, zweimal eine sehr gute Chance gehabt hat, Schusschance. Einmal hat der Marxen überragend gehalten, einmal ist er am Pfosten, da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Aber insgesamt gibt es an dem Sieg, glaube ich, nichts zum Rütteln. Es war noch die ein oder andere Möglichkeit da, um das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Hört sich bei einem 6-0 vielleicht ein bisschen arrogant an, aber es sind nur, Tatsachen. Und wenn wir ein bisschen höher gewonnen hätten, wäre es vielleicht auch nicht unverdient gewesen, aber ich glaube, mit 6-0 können wir mehr als zufrieden sein. Wenn man jetzt die Tabelle anschaut, mit 36 Punkten nach 50 Spielen und einem sensationellen Torverhältnis, ist richtig klasse. Wir sind zufrieden, ich bin zufrieden. Mich freut es wahnsinnig für die Mannschaft. Ich muss der Mannschaft heute auch ein wahnsinniges Kompliment aussprechen. Ich habe gar keinen richtigen Schwachpunkt in der Mannschaft feststellen können. Es war jeder von anderen da. Jeder war geil auf das Spiel, jeder war heiß auf das Spiel, jeder wollte unbedingt gewinnen und das hat man gesehen und die Leistung hat absolut gepasst. Sogar ein Jogi Löw hat es am Schluss noch geschafft, ein Tor zu machen. Das ist das, was ich vielleicht ein bisschen bemängeln muss. Wir haben ein paar Spieler drin, die, wenn sie kein Tor schießen, dann irgendwann zu eigensinnig waren. Und da schaben wir uns dann ein bisschen selber. Aber nichtsdestotrotz, ja, wir haben 6 Tore gemacht. Ich bin rundum zufrieden, war richtig klasse Abschluss von der Vorrunde und wenn wir so weitermachen, ja, dann denke ich mal, dürfen wir das Ziel, was wir uns gesetzt haben, den 6. Platz auf jeden Fall schaffen.